Menschheit ist überweltlicht und selbst diejenigen, die mir dienen, sind mit so viel Weltgeist erfüllt. Viel Üppigkeit und Bequemlichkeit ist selbst in denjenigen, die sich ganz mir geweiht, die mir dienen wollen. Darum höre, meine Tochter, die Zeit, in der du dich mir hingibst und deinen Geist, meinem Geist überlässt, ist nicht verloren. Es soll vielen nützen. Ich bin aber so ungeschickt, o Herr. Selbst die Worte, die du mit mir sprichst, siehe, so unbeholfen bringe ich sie vor, dass ich an meinen Worten niemand erbauen kann. Ja eben, weil du so unbeholfen und kindisch bist, deshalb muss ich dich belehren, wie einen ABC-Schüler. Weil die Welt in allem Fortschritte macht, weil sie so gelehrt ist, ihr Wissen aber in der Wissenschaft des Heiles gar so gering ist. Und je größer die Fortschritte sind in den Wissenschaften der Welt, umso geringer, umso kleiner ist der Fortschritt in der einen wahren Wissenschaft, durch die der Mensch nur allein glücklich gemacht werden kann, hier und dort in jener Welt. Deswegen muss ich mich einer unwissenden Schülerin bedienen, die aber gelehrig und aufmerksam meine Worte anhört. Und an ihr und durch sie sollen die Großen, die Weisen, die Gelehrten und so nach Wissenschaft forschenden Geister lernen, was den Menschen allein beglücken kann. Dann zeigte Jesus ihr, wie ein schrecklicher Wirbelwind, ein Orkan, durch die ganze Welt zieht und alles mit sich fortreißt. Wo ist denn gar nicht mehr daran zu ändern, um das zu verhindern? Es gibt doch so viele fromme Seelen in der Welt, so viele Ordensfrauen, so viele Priester, die doch alle ihr Möglichstes tun. Siehe, wir sind einmal so schwache Menschen, aber im Großen und Ganzen streben sie doch alle das Gute an. Ja, das ist wahr, meine Tochter. Ich sage nicht und tadle nicht diejenigen, die meine Ehre verteidigen und fördern. Ja, ich danke all den Priestern, die sich so viele Mühe geben, die Jugend auf den rechten Weg zu leiten. Und weil sie zu abhängig sind von der weltlichen Obrigkeit, ist ihnen der Arm gebunden. Aber ich sage immer und immer wieder, dass der Augenblick gekommen ist, wo sie ihre Macht gebrauchen müssen, die ich ihnen gegeben habe, als ein anderer Christus. Ich ging in den Tempel, stieß die Tische um, trat vor die Pharisäer hin, hielt ihnen ihr Unrecht vor. Ich verjagte die Käufer und Verkäufer aus dem Tempel meines Vaters. Und dies tat ich aus eigener Macht. Ich wusste, dass sie mich dafür tödlich hassten, dem Tode überliefern wollten. Ich wusste aber auch, dass die Menschheit sollte gerettet werden und das ganze Volk sich doch meist beeinflussen lässt von denjenigen, die ihm von Gott gesetzt sind. Den Gesetzeslehrern nämlich. Und darum scheute ich keine Drohung, keine Wut, keine Verfolgung von Seiten meiner Feinde, um das Volk zu retten, das Volk Gottes, die Menschheit. Jetzt lebe ich nicht mehr unter ihnen, aber ich lebe doch noch unter ihnen. Nur habe ich meinen Leib den Blicken der Menschen entzogen. Aber mein Geist lebt fort, und der ist in meinen Priestern, den Priestern der katholischen Kirche. Mit meinem Geist übergab ich ihnen meine Macht und meine Gewalt. Nur fehlt es von ihrer Seite an ihrem Willen, ob sie auch das sein wollen, was ich war und was ich ihnen gegeben, ein anderer Christus nämlich. Die Menschheit ist so tief gefallen, dass es freilich viel Opfer kosten wird. Noch nie war der Glaube so geschwunden seit Erschaffung der Welt wie jetzt. Deshalb habe ich sie hingewiesen an meinen Tabernakel, wo ich in Wirklichkeit noch unter ihnen weile wie damals, als ich auf Erden lebte. Glauben,
Glauben, Glauben verlange ich, und diesen Glauben zu bezeugen, auch mit Werken. O Herr, ja, die Priester tun aber doch genug, und viele unter den Jünglingen entschließen sich, ein frommes Leben zu führen. Es gibt auch noch viele Klöster und darin recht heilige Seelen. Ja, das ist wahr, meine Tochter. Das Übel ist aber nicht an einem Tag zu beseitigen. Und der Strom, der einmal abwärts fließt, ist nicht aufzuhalten mit einem kleinen Brettchen, mit einem kleinen Damm. Da muss ein großer, großer Damm sich entgegenstemmen, gegen den Strom der Zeit. Da müssen viele Kräfte sich vereinigen, um den Damm zu bilden. So kann doch immer wieder noch etwas herausgesiebt werden, wenn auch nur allmählich, wie auch die Kirche nur allmählich entstanden ist. Siehe, es ist jetzt nicht mehr die Zeit, wo eine Sintflut hereinbrechen soll über die ganze Erde. Durch mein allmächtiges Opfer, das ich Tag für Tag und zu jeder Stunde des Tages darbringe, durch die Hände meiner Diener, ist der Zorn meines Vaters besänftigt und wird unaufhörlich dem Zorn Einhalt geboten, so dass er unmöglich die Menschheit mit einem Schlag vertilgen würde. Nein, er will die Menschheit retten, und er will sie retten durch Menschen. Durch Mitwirkung der Menschen, denn die Erlösung ist nun vollbracht. Es braucht kein Gott mehr vom Himmel zu steigen, der sich unter Menschen aufhält und durch seine Wunder die Menschen zum Glauben bringen muss. Jetzt wäre der Glaube wieder zu beleben, und dies durch die Mitwirkung der Menschen, um dadurch einerseits mehr Heilige zu gewinnen, um die Verdienste der Guten und Treuen zu vermehren, und andererseits um die Hölle, die so schrecklich triumphiert in solchen Zeiten, die so frech das Haupt erhebt gegen den Schöpfer, recht zu beschämen. Und glaube mir, meine Tochter, die Zeiten sind schlimmer. Sie sind schlimmer, als alle Menschen sich denken können. Und wenn du dich umsiehst, meinst du wohl nicht, dass die Gerechtigkeit Gottes sich noch zurückhalten könnte. Aber siehe, unter den vielen Gottlosen gibt es doch auch recht erfreuliche Dinge für das Auge Gottes. Es gibt viele, die um ihres Glaubens willen ein wahres Martyrium bestehen, ein Martyrium des Herzens. Siehe, all die Diener meiner Kirche, die Priester, wie sie von den Großen und Mächtigen, den Reichen belächelt und verspottet werden, wie sie von gottlosen Armen ausgenützt, hinterrücks verspottet und verachtet werden. Was meinst du wohl, was all diese meine Diener sind? Sie sind Märtyrer der Liebe. Auch wenn sie es selbst nicht erkennen, sie sind Märtyrer in meinen Augen. Und das, was ihnen an Schmerzen des Leibes abgeht, geht umso tiefer ein in die Seele, denn auch sie sind Menschen von Fleisch und Blut ihr ganzes Leben lang. O sage es meinen Dienern, dass sie um ihretwillen und all jener Seelen willen, die zurückgezogen hinter stiller Klostermauer oder in stiller Kammer in der Familie diesen Kampf um meinetwillen durchkämpfen, jenen Helden gleichstehen, die in der ersten Christenheit der Same geworden sind zu neuen Christen. Wie in der ersten Christenheit aus dem Blut der Märtyrer, wodurch die Erde getränkt, das Evangelium hervorging und der Keim zu neuen Christen, so soll aus ihrer Asche, wenn sie einmal in der Erde verwest sind, ein neues Christentum hervorgehen. Ja, ich habe dir gesagt, meine Tochter, dass es viele Märtyrer gibt in der Welt. Ich habe dir aber auch gezeigt, wie der Strom der Zeit immer abwärts fließt, dem Verderben zu, und dass ein mächtiger Damm soll aufgerichtet werden, um diesem Geist entgegenzuwirken.
Darum verlange ich, dass meine Kirche, obwohl sie sich immer auszeichnet in der Einheit und Allgemeinheit, in dieser Zeit sich noch mehr einigt und heilig sein muss. Das heißt, dass die frommen Seelen die Priester unterstützen und das Priestertum sich dieser Seelen annimmt, auch wenn sie noch so verborgen und unscheinbar sind, wenn sie nur ein Quäntchen abgeben können für das große Ziel, das zu erstreben ist. Sage dieses nur meinen Dienern, dass sie alle diese Worte, diese Titel, die ich mir beilege, wohl beherzigen mögen. Denn in jedem liegt ein besonderer Zweck, den zu erreichen, sie sich bestreben sollen. Sie sollen mich als ihr Haupt ehren und anbeten, als ihren Meister lieben und mir dienen, als ihr Zeitgenosse sich umsehen in der Welt, was zu tun ist und wo es fehlt, und wie der Same ausgestreut ist, damit er Früchte bringe auf dem harten, steinigen Felsen der Herzen der Menschen, die zu bebauen ich ihnen anvertraut habe als ihr Gleichgesinnte. Das heißt, dass sie gesinnt sein sollen, wie ich gesinnt war und wie ich noch gesinnt bin gegen alle Menschen. Ich möchte alle Menschen retten. Und mit welchem Schmerz muss ich Tag für Tag zusehen, dass so viele Menschen verloren gehen. Der Strom, der abwärts fließt und immer schneller fließt, ist nicht mehr aufzuhalten. Darum möchten sie einen Damm errichten, wie ich dir schon einmal gesagt habe, durch alle die ihnen zu Gebote stehenden Mittel, die ich ihnen in reicher Fülle niedergelegt habe in ihre priesterliche Gewalt, dass doch alle meine Diener dieses hörten und wohl beherzigen möchten. Oh, dass doch alle meine Diener durchdrungen werden von meinem Geiste. Darum, meine Tochter, scheuet euch nicht, offen und frei mich zu bekennen. Verbreitet, wo ihr könnt, gute Schriften und lasst es die Priester wissen, was ich mit euch rede. Oh, der Glaube ist so schwach unter gar vielen Priestern. Das Herz ist zu voll von allem, was nicht von meinem Geist beseelt ist. Und jetzt, wo der Geist des Antichristen überall eindringt, sollte doch mein Geist ganz gewiss und in erster Linie unter meinen Dienern sich befinden. Die sollen sich doch von meinem Geist beseelen lassen, vom lebendigen Glauben an mich durchdrungen sein, von Liebe und glühendem Eifer sich durchdringen lassen und hinausgehen unter meine Völker, um meine Kinder, die ich erschaffen habe und an denen mein Herzblut klebt, zu retten, um zu retten, was zu retten ist. Der Eifer vermag viel. Schaue in jene Gemeinde, wo ein eifriger Priester steht. Ich sage nicht, dass sie alles tun können, dass sie alle Laster ausrotten können. Dies ist nicht möglich. Dies war auch, als ich unter den Menschen wandelte, nicht der Fall. Deswegen sagte ich dir in einer Belehrung, dass in den Damm, den sie dem Strom der Zeit entgegenstellen sollen, sich noch immer Schleusen befinden, wo der Unflat durch kann. Verstehst du mich, was ich damit sagen wollte? Hochgelobt und angebetet sei ohne End das süßeste Herz Jesu im allerheiligsten Altarsakrament. Ich vereinige mich mit meinen zwei Freundinnen und ersetze die Schmach an jenen Tabernakeln, wo keine Anbeter sind. Ja, das sollt ihr, meine Kinder, meine treuen Seelen. Ich habe deswegen auf Freund Leichnam den Bund mit euch geschlossen. Merkt euch wohl, dass alles, was ich mit euch rede, was ich mit euch tue, eine sehr wichtige Bedeutung hat für meine Kirche.
auf Frauen Leichnam war es, wo ich euch eingliederte. Das heißt, ihr sollt eine Gliederschaft bilden in der Verehrung des allerheiligsten Altarsakramentes. Was ich mit dir rede, rede ich auch zu deinen beiden Freundinnen, damit ihr miteinander ausführt, was ich verlange. Ich will, dass das allerheiligste Altarsakrament verehrt werde in der ganzen Welt. Ich habe vieles mit dir gesprochen. Du hast es mir gut ausgerichtet, recht so. Fahre fort, tue, was ich dir sage. Du wirst sehen, welch herrlichen Lohn du in der Welt bereits erlangst. Und was ich dir sage, gilt auch ihnen, weil sie die Werkzeuge sein sollen, durch die es ausgeführt wird. Es soll ein Damm errichtet werden gegen den Sozialismus der Zeit. Es soll der undankbaren Welt gezeigt werden, was die Liebe und der Glaube vermag unter meinen Kindern. Es soll der Zorn meines Vaters besänftigt werden. Denn obwohl ich mich alle Tage und Nächte vor meinem Vater niederwerfe, anbetend, sühnend, opfernd, leidend in den heiligen Messopfern, so genügt ihm dieses nicht mehr. Es muss die Menschheit sich verbinden mit mir, und dann, und nur dann, wird das Opfer vollbracht sein. Es wird Deutschland gerettet werden. Ich verspreche es dir, dass allen denjenigen, die in den Bund mit eintreten, kein Haar soll gekrümmt werden. Mit ihm soll der Glaube einziehen in das Familienleben. Viele, die lau und kalt geworden, werden dann wachsamer, und so wird alles mir wieder ersetzt, was durch ausgeartete und abgefallene Priester mir zugefügt wird und verdorben wird. Ich verspreche dir auch und durch dich allen, die sich an euch anschließen, dass viele, viele Seelen gerettet werden, besonders durch das Priestertum. Ich wiederhole, was ich schon öfter gesagt, der Damm muss aufgerichtet werden von Priestern und Laien, von Volk und Priestern, durch Wort und Beispiel, durch Gebet, Opfer und Sühne. Das Volk soll die Priester unterstützen, die Priester aber das Volk begeistern. Die Priester sollen die Säulen sein, auf die das Volk sich stützt. Und das Volk soll die Schleusen bilden, wodurch das unreine Gewässer und aller Unflat durchgesiebt wird. Das heißt, es werden gar viele, viele noch sein unter dem Volk, die nicht hören wollen, trotz aller Mühe der Priester. Trotz allem Gebet der Gläubigen, die dennoch nicht hören, die auf ihrem schlechten Weg fortgehen. Diese sollen durch die Schleusen gehen und in den Abgrund stürzen, da sie es selbst so wollen. Priester und Volk sollen nicht irre werden und sich nicht ärgern, wenn sie sehen, dass so viele durch die Schleusen hindurchgehen. Sie sollen nur fortfahren. Und siehe, am Ende ihrer Laufbahn, oh wie glücklich sind sie dann. Du hast gesehen, wie ich sie aufnehmen will, mit offenen Armen. Ja. Ja, meine Mutter ist die Stütze und der Anhaltspunkt, worauf sich meine Kinder und alle treuen Seelen stützen und anhalten müssen, um Seelen zu gewinnen, um Seelen zu bekehren und zurückzuführen. Ja, bestimmt nur meine Mutter. Sie weiß schon die Wege zu ebnen. Sie weiß alles am rechten Fleck anzufangen. Sie hat Gewalt über mein Herz. Ich habe dir gesagt, dass ein Damm soll errichtet werden. Der Damm sind die Menschen, die Beter, jene Christen, die noch lebendige Glieder meiner Kirche sind, die, vereinigt mit dem Priestertum, durch Opfern, Sühnen und Bitten, meine Mutter bestürmen und mit meiner Mutter vereinigt mein Herz bestürmen, um Seelen zu gewinnen. Ich habe dir gesagt, dass die öftere Kommunion soll eingeführt werden, denn sie ist es,
die die Schwachen stützen und aufrichten soll, die Verlassenen trösten und an welcher die Unterdrückten und von der Welt verachteten und zurückgesetzten Seelen eine Stütze haben sollen. Und sie werden sie haben, in meiner Mutter und in mir. Diejenigen, die fest an mich glauben, die meine Gebote halten, sollen doch auch glauben, dass ich sie liebe. Und was heißt denn lieben? Lieben heißt Wohlwollen. Also, wenn ich liebe, dem will ich wohl Gutes erweisen. Somit sind die Leiden, die ich ihnen zuschicke, Beweise meiner Liebe. Man kennt mich nicht mehr. Man will nicht mehr glauben, dass ich auf Erden gewandelt bin unter den Menschen, dass ich im allerheiligsten Sakrament des Altares zugegen bin. Man hat die Schule mir entrissen, ich will aber, dass sie mir wieder zugefügt werde. Darum verlange ich eifrige Seelen, darum rede ich mit dir, darum soll der Damm, von dem ich dir schon einige Male gesprochen, errichtet werden. Das heißt, treue und fromme Seelen sollen Hand in Hand mit dem Priestern, dem Strom der Zeit entgegenarbeiten, der unaufhaltsam abwärts fließt. Wo soll ich mich hinwenden, wenn nicht an die Diener meiner Kirche? Ihr hingeht, meine lieben Kinder, wo ihr euch bewegt, sollen eure Mitmenschen sehen, dass ein anderer Geist in euch lebt. Für jeden, der sich euch naht, sollt ihr ein warmes, gefühlvolles Herz haben. Und so viel in euren Kräften steht, sollt ihr die Menschen erquicken, durch eure Güte, damit sie sehen, wie gut derjenige ist, der euch belebt, dessen Geist in euch ist und lebt. Dies soll das äußere Zeichen sein von dem Bunde, den ich mit euch schließen will. Denn er soll sich nennen der Liebesbund des heiligsten Herzens Jesu. Diejenigen, die sich festhalten an diesem Bund, werden niemals Gefahr laufen, auf Abwege zu kommen. Denn einer soll den anderen aufrichten. Niemals soll der eigene Wille vorherrschend sein, und sobald einer merkt, dass der andere seinen Eigenwillen vorschieben will, ist er verpflichtet, den Fehler zu rügen und den anderen dadurch zurückzuführen. Wer sich anschließt an den Liebesbund, den ich mit euch geschlossen am Heiligen vom Leichnamsfest, der ausgeht aus dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, soll das besondere Vorrecht besitzen, dass er mit heiliger Freude alles ertragen wird, was ich in meiner weisen Vorsehung ihm zugedacht habe, dass es nützlich und gut für seine Seele sein kann. Er soll eine klare Einsicht erlangen in die allgütige und allweise Vorsehung Gottes. Und sobald ein Kreuz über ihn oder seine Familie kommt, sogleich erkennen das Walten meiner göttlichen Hand. Und obwohl die Wunde blutet, wird er doch die Hand küssen, weil er weiß, dass ich es bin, dass ich alles weiß, was für ihn am besten ist. Meine Diener wollen ein besonderes Zeichen. Ja, das soll das äußere Zeichen sein, die Bruderliebe, die Gottesliebe und die Nächstenliebe, die Liebe zu mir im allerheiligsten Sakrament des Altares. Es wird in seiner Seele ein Licht aufgehen, das Licht wird wachsen bis zum vollen Tag. Versteht ihr mich, meine Kinder? In Vereinigung und in Verbindung mit diesem Licht werden alle diejenigen,
die sich vereinigen in diesem Bund, eine hohe Stufe der Vollkommenheit erreichen, gleich welchem Stand sie angehören. Den Eheleuten will ich den Frieden geben in ihren Familien, den Jungfrauen will ich die Gnade geben, alle Leiden, alle Verdemütigungen, die sie zu ertragen haben, mit Liebe und Geduld zu ertragen. Den Priestern will ich beistehen in ganz besonderer Liebe, weil sie ja doppelt an mich gekettet sind, durch ihre Liebe und das Gebet und durch das Gebet so vieler, vieler Seelen, mit denen sie im Bunde sind. Ja, den Priestern wird es am meisten nützen, wenn sie sich anschließen an den Liebesbund. Wer bedarf mehr der Stütze und des Gebetes als ein Priester, weil auch er ein armer, schwacher Mensch ist und weil er auf dem Leuchter steht und das Licht der Welt sein soll? Wenn nun das Licht verdunkelt ist durch die Sünde und durch die Leidenschaft, deren er sich hingibt, weil er doch auch ein schwacher Mensch ist, wie kann er dann ein Licht für andere sein? Darum ist es für den Priester doppelt wichtig, sich in das Gebet vieler, vieler zu empfehlen, nicht auf seine eigene Kraft allein zu vertrauen und nicht auf seine priesterliche Gewalt, die er übertragen bekommen hat, für andere. Ja, diese bleibt ihm. Sie ist ihm nur gegeben für andere, damit er andere leite und zum Himmel führe. Wo bleibt aber er? Die priesterliche Gewalt kann ihm für seine Seele wenig nützen, wenn seine Seele nicht in Ordnung ist. Ja, schaden kann sie ihm noch, wenn seine Seele in Unordnung ist. Umso mehr, als Seelen verloren gehen durch seine Nachlässigkeit. Darum, o ihr alle meine Diener, wandelt in der Demut, wandelt in der Liebe, wandelt in einem reinen, kindlichen Glauben und klammert euch an das Band, das ich um euch schlingen will und um euch geschlungen habe, an das Band der Liebe, das ausgeht aus meinem Herzen im allerheiligsten Sakrament des Altares. Dieses Liebesband wird euch alles lehren, dieses Liebesband wird euch Nachsicht lehren mit allen Menschen, wie mit euren Mitbrüdern. Ihr werdet euch angetrieben fühlen, einer den anderen zu unterstützen, dem anderen nachzugehen, wenn er abgewichen sein sollte vom rechten Weg. Dieses Liebesband wird euch lehren, alle Leiden mit Geduld zu ertragen, die euer Beruf euch auferlegt, besonders ihr, meine Diener, die ihr euch mir geweiht durch die Gelübde der heiligen Ordensregel, ihr Lieblinge meines Herzens, die ich euch besonders gestellt auf den Leuchter, der Welt vor Land zu leuchten durch ein gutes Beispiel, durch die Armut, den Gehorsam, die Keuschheit. Engel rein soll euer Leben dahin fließen. Ihr besonders seid berufen, euch selbst zu vergessen und nur daran zu denken, was mein Wille von euch verlangt, und meinem Willen alles zu unterwerfen, meinen Willen all euer Sein, Denken, Tun und Haben. Die Zeiten sind schlimm, die Zeiten sind gefährlich und werden von Tag zu Tag gefährlicher für die Menschen. Und je eher der Gebetsbund sich ausbreitet, denn dies ist der Damm, den ich ausbreiten will in meiner Kirche, je schneller wird dem Übel Einhalt geboten werden. Wo viele Mitglieder sind, die den Damm bilden, von dem ich dauernd spreche, an dem die Wasser des Unglaubens abprallen werden, da wird sich die Welt umgestalten und unbewusst wird sich ein anderer Geist in der Menschheit erneuern. Natürlich geht das nicht in einem Tag und auch nicht in einem Jahr, aber ich sage dir, je schneller dieser Gebetsbund ausgebreitet sein wird, desto sicherer ist der Schild, an dem die Feinde abprallen. Dieser Damm ist die Zielscheibe des Spottes vieler, woran aber auch der Unglaube abprallen soll. Fest und entschieden sollen sie hinaustreten in die freie, gottlose Welt, sie alle,
meine Diener und Dienerinnen, die sich anschließen werden. Eheleute, Jünglinge, Jungfrauen, Priester und Laien, Bischöfe und Prälaten, sie alle sollen sich anschließen und den Damm bilden, und der Unglaube wird weichen. Ja, der Bischof, der an der Spitze meiner Gemeinde steht, soll hintreten vor die hohen Häupter und soll ihnen die Wahrheit sagen. Er soll wissen, dass er zum Eckstein geworden ist, an dem die Häupter der Feinde zerschellen werden. Dies ist der Damm, den ihr bilden sollt, den ich euch gezeigt habe, durch treue Seelen, durch inniges Zusammenhalten unter euch selbst, und dass ihr alles überseht, taub und blind seid für die Welt und ihr Treiben. Dieses soll der Damm sein, der dem Übel der Zeit Einhalt tun wird. Oh, es gibt noch gute Seelen. Diese alle zusammen sollen den Damm bilden, den ich dir gezeigt, und er wird und muss erstehen. Fahret nur aus, meine Kinder, und die Worte, die ich zu euch rede, wollte ich, dass alle diejenigen sie lesen, die an dem Ort stehen, wohin ich sie hingestellt, und die ich mit nichts als mit Leiden heimgesucht. Aber welch ein Trost liegt darin, wenn sie sich sagen können, mein Gott will es so. Mein Gott, dem ich einstehen muss, und durch meinen Frieden, durch meine Zufriedenheit, die ich in all dem Kreuz, in all dem Unglück, meinem Mitmenschen gegenüber, an den Tag lege, Seelen zu retten. Auch draußen in der Welt, wo seht diese armen Geschöpfe, ja, arme Geschöpfe sind es, jenen armen Jungfrauen, die in den Familien leben, aber nicht mit der Welt. Jene Frauen, jener Mann, die ich dir eben gezeigt, sie alle sind meine lieben Kinder und sollen den Damm bilden mit euch, mit einem Band umschlungen. Es ist das Band der Liebe, das ich um euch schlingen will, um meine liebsten Kinder, durch das hochheiligste Sakrament des Altares. Ja, ihr müsst wissen, dass es eines mächtigen Dammes bedarf, der dem Unglauben soll entgegengestellt werden. Und da muss ich die Familien dabei haben, nicht die Klosterleute allein, nicht die Priester allein, auch die Jungfrauen in der Welt, die Familienväter und Mütter und alle, die noch an mich glauben, auf mich vertrauen und die mich noch lieben. Sie alle sollen herbeikommen, den Damm zu errichten, der den Liberalismus der Zeit entgegengestellt werden soll. Meine Kirche soll wieder aufblühen, sie soll verbreitet und verherrlicht werden und zur Blüte gelangen, wo sie alle sehen sollen. Seht, wie Satan triumphiert, warum soll ich nicht alle Macht aufbieten, um meine Kinder zurückzuführen? Und ihr seid die Bevorzugten, ihr sollt den Damm bilden. Durch das hochheiligste Sakrament will ich in euch eingehen, will ich in euch wohnen und alle eure Bitten erhören. Aber auch die anderen sollen herbeikommen und sollen wissen, wie gut ich bin. Und nur dann, wenn die Menschen sehen, wie gut ich bin, dann erst werden sie wieder glauben. Und es wird eine andere Zeit erstehen. Meine Tochter, das Kreuz ist die Zeit, weil die Welt sich so ganz und gar von der Kirche trennt und auf die Worte meiner Diener nicht mehr achtet. Die Jungfrau, die darunter steht, ist meine jungfräuliche Braut, die heilige Kirche. Sie beklagt ihre Kinder, die nicht mehr auf sie achten, die sie verachten, besonders die Söhne, welche doch den wichtigsten Teil ihrer Zukunft ausmachen, ihr entrissen sind. Abgewichen ist mein Volk vom rechten Weg und hat sich verirrt. Es verschmachtet in den Sandwüsten.
in den wasserlosen Gegenden. Kein Wunder, wenn ich eine Seele, die mir nachgeht, die hört meine Stimme, die verlangt nach mir. Ich sage, kein Wunder, wenn mein Herz, das betrübt und bedrängt ist, auf Mittel sind, um die wenigen Guten, die sich noch vorfinden in meiner Schöpfung, mit Liebkosungen zu überhäufen. Ich sage, was ich dir schon so oft gesagt, als ich dir den Damm zeigte, der gebildet werden soll, um die menschliche Gesellschaft zu retten, und wie dieser Damm errichtet werden soll, habe ich dir auch schon so oft gesagt und muss es immer und immer wieder erklären, dass ich verlange, einen Liebesbund zu errichten in der ganzen weiten Welt. Und wo kann ich ihn denn errichten als unter euch, meinen liebsten Kindern, den Kindern meines Herzens, die mein Herzblut in sich aufnehmen, in denen ich verkehren will. Es müssen die Priester mit aller Energie und Willenskraft vorangehen, denn ich muss dir bewusst machen, dass nichts ohne Bedeutung ist, was ich mit dir und durch dich getan habe. Du aber, o Mensch, den ich in diese Schöpfung hineingestellt, du bist mein Ebenbild. Die Majestät eines Gottes ist in dir ausgeprägt, und nicht anders kann ich Freude an dem Menschengeschlecht haben, als wenn es Menschen gibt, die mein Ebenbild in sich verwirklichen, die sich umgestalten. Darum tretet ein in den Liebesbund. Macht es, wie es meine kleine Dienerin tat, als ich ihren Willen verlangte. Gebt mir eure Zustimmung, gebt mir eure Willenskraft und stellt sie täglich im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, und bildet mir Seelen, Seelen, in denen ich meine Freude habe, in denen ich gerne wohne, in die ich hinabsteigen will und kann. Keine Menschenseele soll ausgeschlossen sein von meiner Liebe. Darum breite sich aus der Liebesbund meines heiligsten Herzens. Die Priester sollen sich Mühe geben, die öftere Kommunion überall einzuführen. Deswegen verlangt mein Herz, dass ein Damm errichtet werde, dass ein Liebesbund gegründet werde, in den alle Völker eintreten sollen. Nicht nur spreche ich allein für die Priester, für die Ordensleute, für die Frauen und eifrigen Seelen. Ich spreche für alle und jeden, der ist und lebt in meiner Kirche, im Schifflein Petri. Sie alle sollen herbeikommen. Sie alle sollen wissen den Plan, den ich vorhabe, dass meine Kirche soll zum Sieg geführt werden, dass sie soll auf den Berg gestellt werden, von dem aus alle Völker der Erde sie sehen sollen. Sie soll siegen und herrschen über alle Völker, auch über die, die mich nicht als ihren Gott anerkennen. Darum, meine Diener, fürchtet euch nicht, ich will mit euch sein. Und so wird der Liebesbund sich ausbreiten. Dies ist der Bund, den ich geschlossen am hochheiligen Fronleichnamsfest. Und heute, wo dieses Fest ist eingesetzt worden, will ich es erneuern. Ein dreifaches Band habe ich mit euch geschlossen, das ausgeht aus meinem Herzen. Und alle, die sich anschließen, sollen die Früchte kosten und die Früchte genießen. Dazu habe ich alle berufen, nicht nur die Priester und Klosterleute, nein, sondern alle Menschen, Familienväter und Mütter und alle treuen Seelen, wo sie sich auch befinden. Aber dann gibt es solche, die ich dir damals gezeigt, als ich dir die Welt zeigte, dass eine Zeit kommt, wo sich die Menschheit teilt in zwei Teile, wie die Zeit, die jetzt ist, wo es eine Ausscheidung geben muss, wo die Guten sich ausscheiden und zusammenscharen sollen. Und wo ich in der Mitte bin, das sind die guten, treuen Kinder, die sich leiten lassen von meinem Geist, deretwegen ich die öftere Kommunion eingeführt wissen will. Mit diesem Band will ich all die Christen eng aneinander scharen und diejenigen, die sich so um mich herumdrängten, wo jedes sich
vorschieben wollte, um der Nächste bei mir zu sein. Das sind diejenigen, die eintreten in den Liebesbund, die teilnehmen an meinem Bund. Es ist die Liebe meines Herzens, um eurer Mühe willen, um eurer Opferfreudigkeit willen, bereinigt mit den Sühneleiden, die Tag für Tag, Woche für Woche, mit euch vereinigt dem Himmel aufgeopfert wurden. Dies ist der Damm, den ich errichten will in meiner Kirche. Fahret fort, meine Diener, glaubt doch, dass ich wirklich und wahrhaft zu euch rede. Ich habe euch vor Jahren durch diese meine Dienerin gesagt, dass die Kirche leer steht, weil der König der Schöpfung sie verlassen hat, der katholische Mann, dass der Kirche der Einsturz droht. Denn der Mann ist der Baustein, der Glied um Glied eingefügt ist in die Mauer, wodurch meine Kirche aufgebaut ist. Der Mann, vereinigt mit dem Priestertum, soll die Kirche halten. Tritt aber der Mann im Glaubensleben zurück, dann zerbröckelt diese Mauer. Stück um Stück löst sich ab und die Kirche droht einzustürzen. Der Zeitpunkt ist gekommen, wo meine Kirche wieder herrlich und schön erblühen wird, erblühen soll. Ausgeschmückt soll sie werden mit vielen Zieraten. Blumen will ich pflanzen in ihr, die herrlich dastehen, und erfreuen sollen sich die Herzen meiner Kinder, der Kinder der Heiligen Kirche. Erfreuen sollen sich alle an den Blumen, die ich hineinpflanzen will. Diejenigen, die auch nur noch ein Pünktchen guten Willens sind, die sich nur noch, und wenn es an der äußersten Spitze ist, an meine Kirche anschließen, sollen gerettet werden. Ja, selbst diejenigen noch, die im letzten Atemzug in sich gehen und zurückdenken an das Glück, das sie verscherzt, und sich so im Geist noch anschließen an meine heilige Kirche, sollen alle gerettet werden, um des Gebetes so vieler frommer Seelen willen. Viele werden herbeiströmen und sich laben an den Früchten, die ich reichlich austeilen werde in meiner heiligen Kirche, in dem Liebesbund, den ich gründen will, der bestehen soll unter Reich und Arm, unter Laien und Priestern, unter klösterlichen Genossenschaften, wie in der Welt, in den Familien, wie in jeder einzelnen Seele, wenn sie sich nur anschließen wollen und teilnehmen wollen an den Gnadenschätzen, die ich ausgießen und ausbreiten werde durch die leitenden Kanäle, die da reichlicher sprudeln als je seit dem ersten Bestehen meiner Kirche. Denn ich werde dafür sorgen, dass alle Priester, die diese Schriften lesen, die eingetreten sind in den eucharistischen Verein, dass sie Kanäle werden, durch die das Wasser der Gnade in reichlicher Fülle hineingeleitet wird in die Herzen meiner Kinder. Und so wird nach einiger Zeit in meiner Kirche ein gar herrlicher Ostermorgen anbrechen, noch viel herrlicher und glorreicher als derjenige ist, der diese Nacht anbricht. Dieses ist es, warum ich den Damm errichten will, warum ich das Band schließen will, unter den treuesten Kindern, durch die oftmalige heilige Kommunion,
durch den Liebesbund meines Herzens, durch die innige Verehrung zum allerheiligsten Altarsakrament. Allen Christen, allen Menschen, mögen sie stehen, wo sie wollen. Jedem gebe ich meine Gnade, dass sie ausharren können, an jeder auf seinem Posten, wohin ich ihn gestellt. Und weil so viele, viele zum Abfallen kommen, weil viele zugrunde gehen werden und in all der Trübsal und Angst verzweifeln und untergehen in der Trübsal, darum sollt ihr, meine treuen Kinder, zusammenstehen und nichts scheuen, um eure Mitschwestern und Mitbrüder anzweifeln, ihnen Trost zuzusprechen, die Gefallenen aufzurichten, über all das wegzugehen. Und solange der Atem noch aus- und eingeht, solange sollt ihr die Hoffnung nicht sinken lassen. Deswegen sage ich, was ich dir am letzten Freitag gesagt, Priester und Laien, Kloster und Weltleute, Familienväter und Mütter, Kinder und Greise sollen sich zusammentun zu einem Bund. Das ist der Liebesbund meines göttlichen Herzens. Oft und oft sollt ihr euch vereinigen am heiligen Tisch des Herrn, damit ihr, neu gestärkt, mutig hinaustretet in die gottlose Welt. Ihr aber, ihr Kinder meines Herzens, alle, die ihr da eintretet in den Liebesbund, freut euch und seid nicht allzu betrübt. So wie der Sturm, den ich hier und da über eine Familie hinwegbrausen lasse, sich widerlegt und nachdem er sich ausgetobt, die liebe Sonne wieder scheint und Freude, Friede und Trost allmählich wieder zurückkehren. Sobald der Sturm sich gelegt, so und noch viel tröstender wird, wenn der Sturm in alle vier Himmelsrichtungen dahin braust und sich dann widerlegt, die liebe Gnadensonne des Trostes, des Friedens hineinleuchtet in die Herzen, so dass ihr all die Leiden und Trübsale vergessen werdet. Freuen sollt ihr euch mitten in der Trübsal, wenn auch dieser Leib, dieser Schwerfällige, die Freude nicht spürt, wenn er auch gebeugt und gedrückt dahin schleicht. Ihr alle, ihr treuen Seelen, sollt euch vereinigen in dem Liebesbund. Priester und Laien, Ordens- und Familienmitglieder, Väter, Mütter, Jungfrauen, Kinder, Greise, Jünglinge, ihr alle vereinigt euch zu einem Bund und gebt mir das Versprechen ab, im Beichtstuhl vor eurem Beichtvater oder an der Kommunionbank für meine Rechte einzustehen, euch einschreiben zu lassen als treue Mitglieder dieses heiligen Bundes, den ich geschlossen habe mit diesen drei Seelen, denen ich den Auftrag gab, die heiligste Dreifaltigkeit auf besondere Weise zu verehren und anzubeten im Namen aller Menschen und durch ihre Persönlichkeit diese drei heiligsten Personen vorzustellen. Denn so wie der Vater und ich und der Heilige Geist eins sind, so müssen diese drei eins sein im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Und was ich noch als Beigabe ihnen zugebe, ist Leiden. Also, die Welt liegt im Argen, der Glaube schwindet von Tag zu Tag mehr und mehr, und auch die guten Katholiken werden vom Strom der Zeit mit fortgerissen. Hinweggeschwemmt wird alles Heilige und Ehrwürdige durch die allzu große Vergnügungssucht dieser Tage. Denn es reihen sich Feste an Feste, die darauf abzielen, den Glauben
und die guten Sitten zu untergraben, alles Religiöse aus den Herzen herauszureißen. Wo bleibe ich nun, euer Herr und Gott? Ich befehle euch im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes, dass die treuen Kinder meiner Kirche sich anschließen müssen an den Liebesbund, den ich befohlen habe zu errichten in meiner Kirche. Und nun hört die Statuten, die ich euch selbst diktiere, in eigener Person. Jeder Priester hat in seiner Gemeinde darauf hinzuwirken. Jeder hat die Aufgabe, dass er mit Entschiedenheit vor die Vorstände der Gemeinde hintritt, dass die allzu große Vergnügungssucht womöglich aufgehoben und wenn nicht aufgehoben, so doch möglichst gemindert werde. Jeder Priester hat die Gewalt, die ich ihm übertragen habe, durch die Priesterweihe, die ich ihm gegeben habe, also eine göttliche Gewalt, die alle Gewalt dieser Erde, die einem Geschöpf gegeben, auch wenn er König oder Kaiser wäre, weit, weit überragt. Jeder Priester hat in seiner Gemeinde dafür mit Entschiedenheit zu sorgen, dieser Vergnügungssucht entgegenzutreten. Dann soll er die guten und treuen Katholiken anhalten und auffordern, trösten und warnen, trösten und aufrichten, wo es notwendig ist, die Leidenden, ganz besonders jene Familien, die ich mit Kreuz heimsuche. Denn ich kann unmöglich den guten und treuen Christen die Leiden ersparen. Denn wisst ihr, ein Kennzeichen eines guten Christen sind die Leiden. Daran müsst ihr erkennen, dass ihr gute Kinder der katholischen Kirche seid, wenn ihr viel mit Leiden heimgesucht seid. Denn ihr alle sollt das Kreuz schleppen und sollt meine Kirche unterstützen. Wisst ihr, ihr Priester, ihr habt die Aufgabe, dieses zu tun, denn nicht ihr allein könnt das Kreuz tragen. Meine treuen Kinder sollen euch dabei helfen. Sie alle sollen vollzählig werden. Sie sollen unter dem Kreuz stehen und meiner Kirche das Kreuz schleppen helfen. Denn nicht ihr allein könnt es schleppen, auch nicht jene Kinder allein, die sich da zurückgezogen, um sich den Werken der Gottes- und Nächstenliebe zu widmen. Seht, ich stehe an der Spitze. Seht, ich gehe euch voraus. Schaut auf mich. Folgt mir nach, erinnert euch, wie ich unter euch gewandelt bin, wie ich niemand gescheut. Ahmt mich nach, studiert mein Leben, wie ich die Guten um mich herum gesammelt und ihnen das Evangelium verkündete, wie ich vor die Pharisäer und Stolzen hingetreten und sie zurechtwies, obwohl ich wusste, dass ich dadurch nur meinen Tod beschleunigte. Wie ich vor sie hintrat und fortfuhr, meinen Feinden ihr Unrecht vorzuhalten, so sollt ihr es auch tun, ihr, meine treuen Diener. Seht, es ist das dritte Fest vorüber, wo ich euch zusammenführte und den Bund mit euch geschlossen, wo ich euch zu dritt einführte in die Geheimnisse meines Herzens. Und nun seht schon die erfreulichen Früchte an dem Baum, den ich euch gezeigt und zwischen euch gestellt, an dem Baum, den ich gepflanzt in eure Mitte, der da ist, der Liebesbund meines heiligen, göttlichen Herzens. Viele Blüten siehst du prangen an diesem Baum, und nun liegt es in eurer Hand, und in den Händen meiner Diener, dass diese Früchte auch zur Reife gelangen und nicht etwa durch einen kalten Hagelschlag oder durch ein Unwetter verdorben und abgeschüttet werden an diesem Baum. Darum arbeite an den Pfarrern, wo sie auch stehen, damit sie sich in Einklang setzen mit den Lehren
und auch mit den Erzieherinnen. Und diese durch Frömmigkeit und gute Sitten der Jugend recht zur Seite stehen. Überall den Liebesbund empfehlen, die öftere heilige Kommunion empfehlen. Denn nur von dieser Stätte aus kann die Jugend dazu gebracht werden, sich oft an meinem Tisch einzufinden, am Tisch des Herrn. Nur Mut, ihr alle, ihr treuen Kinder. Nur zusammenstehen zu einem Bund. Ausgegangen ist das Übel aus meiner Kirche, weil sie reich gewesen, ist sie üppig geworden, diese jungfräuliche Braut, und der Reichtum, er schadet überall. Am meisten aber an derjenigen, die meine Braut ist, die Braut des ärmsten Jesus. Aber nur Mut, die Schäden werden beseitigt und ein anderes Reich wird erstehen. Meine Kirche wird erblühen wie noch nie. Streben ja doch diejenigen, die eintreten, nur Gutes an. Und das Gute wird gefördert, weil nicht wie bei vielen guten Genossenschaften das Geld mitspielt. Denn alles muss, ohne den geringsten Geldverlust zu erleiden, bewerkstelligt werden. Niemand darf eine Münze verlangen. Ich behalte das mir vor, damit niemand sagt und der Heiligen Kirche vorwirft, dass es Geldmacherei sei. Uneigennützig müssen alle Mitglieder des Liebesbundes sein. Alle, die teilnehmen an dem Liebesbund. Alle, die ihn fördern. Alle, die Mitglieder sammeln. Alle, die sich bemühen, andere herbeizuführen und den Priestern zuzuschicken. Kein Geld, nichts, nichts darf eine Seele annehmen. Nun ist die Zeit gekommen, und es ist nicht mehr ferne, ja die Morgenröte ist schon da, wo die Völker einer harten Züchtigung übergeben sind und wo die Guten mit den Bösen leiden müssen. Deswegen habe ich schon bei meiner letzten Belehrung gesagt, dass diejenigen, die zu mir in Treue halten, meinen Geist in sich aufnehmen werden. Und so in sich aufnehmen, dass sie ihren Feinden wie von einem Lichtstrahl umgeben vorkommen. Denn sie werden mit einem Freimut vor sie hintreten und sich nicht fürchten vor den Gottlosen, so dass jene Gottlosen kleinlaut und schüchtern dieser Person gegenüberstehen, weil sie sehen, wie ohnmächtig sie sind in all ihrer Bosheit. Es wird die Zeit kommen, wo jeder auf eigenen Füßen stehen und feststehen muss, wo der Bruder nicht auf den Bruder schauen kann, die Schwester nicht auf die Schwester, weil die Züchtigung eine gar herbe und bittere sein wird. Und seht, weil der Glaube so erschüttert ist unter den Menschen, auch unter den Besten, und sie alles ins Natürliche hineinziehen, diese Menschen, so fällt es schwer, etwas Gutes anzubringen, wenn diejenigen, die ich hinaussende unter das Volk Gottes, nicht selbst tief eingewurzelt sind in der Demut, die das Fundament des Glaubens ist, des Glaubenslebens. Ihr müsst also bei all den Erfahrungen und Prüfungen, womit ich euch hin und her schwenke, ruhig weitergehen, eingedenk der Worte, die ich dir vor vielen Jahren aufgetragen. Du musst über dich weggehen und tun, was ich dir sage. Dieses muss das Losungswort aller Mitglieder des Liebesbundes sein. Bei allen den Erscheinungen, die da zutage treten, bei all den Bemühungen und Opfern, die sie gebracht und bei denen dennoch das Gegenteil zum Ausschlag gekommen ist. Und ruhig weitergehen und feststehen im Glauben. Denn es wird die Zeit kommen, wo sich einer am anderen anstoßen und ärgern wird, weil die Menschen sich selbst überlassen sind. Und doch soll die Welt gerettet werden. Und doch ist dies alles nur ein Beweis meiner göttlichen Liebe. Nicht verderben will ich den Menschen, nur retten mit der Zuchtrute.
Fahret so fort wie seither, im Stillen zu arbeiten an den Seelen, die euch zugeführt werden, und ihr werdet noch Wunder der Gnade erleben. Es wird die Zeit kommen, wo ihr gleichgültiger, so gleichgültig allem gegenübersteht, dass ihr euch wähnt, im Paradies zu leben, inmitten der größten Trübsal. Ja, ich verspreche euch dieses und all denjenigen, die mit euch gleichen Schrittes gehen. Die arbeiten an der Vorbereitung des Liebesbundes, dass sie mitten in der Trübsal in solchem Trost schwimmen werden, als ob alles lauter Liebkosungen und Tröstungen für sie sein sollten. Um dies aber in euch und all denjenigen zu bewirken, die ich bestimmt habe, mein Volk zu retten, das sind die Priester, die Ordensleute, die christlichen Familien, die ich in den Liebesbund einreihen will und die sich einreihen lassen, sollen sie wie Felsen stehen im Meeresgetöse, im Brausen des Meeres. Wenn das Wasser der Trübsal über ihren Häuptern zusammenschlägt, sollen sie ruhig stehen. Kein Haar von ihrem Haupt soll fallen, soll gekrümmt werden von denjenigen, die auf mich vertrauen. Die Demut ist die Mutter des Glaubens, und der Glaube erfordert vor allem zum Fundament eine tief gegründete Demut. Deswegen, um die Demut zu begründen, in euch und allen Mitgliedern des Liebesbundes, werde ich manches über euch kommen lassen, was ihr nicht versteht, und dennoch müsst und sollt ihr glauben. Denn meine ganze heilige Religion, denn meine ganze heilige Kirche ist ein Asyl, worin die Mitglieder glauben müssen, ohne zu verstehen. Ich wohne unter euch, und ihr versteht es nicht. Ich wohne in euch, in euren Herzen, und rede mit euch eine Sprache, und ihr versteht mich nicht, weil ihr Geschöpfe, armselige Wesen seid, und ich, euer Schöpfer und Herr, diesen Vorrang vor euch haben muss. Von euch kann ich nur verlangen, dass ihr meinen Fügungen demütig euch unterwerfet und meine Worte glaubt. Dann sollt ihr alles in dem Licht schauen, wie ich es selbst schaue. Dann sollen alle Pläne, die ich damit gehabt, dass das Licht ich euch verbarg, dass ihr manches nicht versteht, offen vor euch stehen. Und ihr werdet mit entzückend und aufjubelnd mit allen Engeln und Heiligen einstimmen in den Lobgesang. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Also geht ruhig weiter, und solange ihr noch nach rechts und links euch ängstlich umschaut, habt ihr noch nicht das ABC gelernt. Merkt es euch, nicht nur ihr, auch alle die Priester, denen ich dieses Blatt in die Hand gebe. Merkt es euch nur. Erstens sollt ihr gebildet werden in der Kreuzesschule, damit ihr tragen lernt das Kreuz, das ich nun einmal auf jedes Menschen Schulter gelegt in der weisen Absicht, die ich nur mir allein vorbehalte. Denn dass ich den einen reich, den anderen arm erschuf, dass ich diesen bestimmt zum Lehren und jenen zum Arbeiten, diesem ein großes Talent und jenem ein schwaches Talent gab, ist alles ein Geheimnis, das ich mir allein vorbehalte. Und du, armer, schwacher Mensch, weißt nicht, warum ich dies tat, und sollst es nicht wissen, weil du mein Geschöpf bist. Zum Zweiten sollen die Mitglieder, denen ich das Blatt in die Hand spiele und die es lesen, mir einen kindlichen Glauben entgegenbringen. Glauben, dass ich die Macht habe, meine Geschöpfe zu warnen, und dass ich auch die Liebe und die Macht habe,
meine Geschöpfe zu überzeugen, dass ich sie liebe und mich dazu eines armseligen, unwürdigen Geschöpfes bedienen will, dem niemand belegen kann, dass es die Weisheit, die ich in ihm wirke und über sie ausgieße, aus den Büchern oder aus dem Studium hat. Zum Dritten sollt ihr mir entgegenbringen, ihr Mitglieder des Liebesbundes, eine recht uneigennützige Nächstenliebe. Es soll euch gleich sein, wer es ist, den ihr mir zuführt, ob fremd oder bekannt, ob in der Familie oder fernstehend. Allen Menschen müsst ihr ein warmes Herz entgegenbringen, ein mitleidiges Herz, ein gutmütiges Herz. Und wo ihr nicht die leiblichen Werke der Barmherzigkeit ausüben könnt, da umso mehr die geistigen zu Hilfe nehmen. Mit einem Wort, das Schifflein, das steuert im Liebesbund, soll sich von den Wellen, wenn sie auch noch so hoch gehen, nicht umstürzen lassen. Es soll mit den Wellen gehen, ob bergauf oder bergab, immer den Blick auf den Mastbaum gerichtet halten. Der Mastbaum ist der Aufblick zu Gott, zu mir, ist mit einem Wort die Liebe zu mir. Habt ihr mich verstanden, meine Kinder? Die Liebe will ich vermehren in euch. Ich habe dir wiederholt gesagt, schon lange, dass, wenn die Schwerter klirren, wenn das Wehgeschrei auf der ganzen Welt ertönt, es einen großen Kampf kosten wird. Ich meine Diener hinaussenden werde als Friedensboten und dass die Welt durch sie soll gerettet werden, die Kirche zur Blüte gelangen soll. Seht, da brauche ich starke Männer, starke Seelen, die meine Kirche unterstützen durch Gebet und Opfer und Sühne. Und da habe ich sie erwählt, festzustehen zu solchen Zeiten. Ich erwähle dazu alle, die ich in den Liebesbund einführe und die sich einführen lassen. Sie alle sollen wie Felsen stehen, im Sturm der Zeiten, im Glauben nicht wanken. Schon am Fronleichnamsfest 1895 hat der Herr von Barbara verlangt, mit ihren beiden gleichgesinnten Freundinnen einen Dreierbund zu Ehren der allerheiligsten Dreifaltigkeit zu bilden. Es ist mein und meines Vaters Wille, dass ihr drei, Lieschen, Luise und Barbara, euch zu einem Bund vereinigt und jeder derselben einer Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit huldigt im Namen der übrigen Menschen. So will ich euch denn verteilen. Lieschen soll meinem himmlischen Vater, Luise, Gott Sohn, mir der zweiten Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit, und du, Barbara, Gott dem Heiligen Geist, huldigen. So oft wie ihr die Anbetung haltet, sollt ihr euch vereinigen mit den anderen beiden und mit der göttlichen Person. Wie ich und der Vater eins sind, so sollt auch ihr eins sein. Danke auch allen Personen, die mitgeholfen haben, den Verein der ewigen Anbetung zu gründen. Unter 1000 Seelen gibt es kaum drei, die etwas von mir wissen wollen. Ich habe an eurem Dreierbund großes Wohlgefallen, denn ihr macht mir wirklich viel Freude. Und ich gebe dir das Versprechen, dass ich euch nie mehr verlassen werde. Ich übergebe euch der Obhut meiner heiligen Mutter und ich verspreche euch, dass ihr alle drei zu meiner vollkommenen Liebe gelangen werdet.
Ich habe den Wunsch dieser Schwester gehört. Wie freut es mich doch, wenn eine Seele nur verlangt, ein Liebeswörtchen zu bekommen. Ja, freilich soll sie ein Liebeswörtchen haben. Sage es ihr und komme mit mir. Ich will dir zeigen, wo ihre Wohnung ist. Hier steht ihr Name in goldenen Buchstaben eingeschrieben in meinem Herzen. Sage ihr aber, es hängt von ihr ab, dass kein Strich durch den Namen gemacht wird. Alle, die gläubig sich anschließen, haben ihren Namen hier und ihr Name steht hier in goldenen Buchstaben, wo ihr Sitz ist. Sie müssen sich aber hüten, dass kein Strich durch den Namen gemacht wird. Verstehst du das? Das heißt, dass sie keine Todsünde begehen. Nach einer Todsünde haben sie keinen Platz mehr in der Wohnung, bis sie wieder gut gemacht ist. Der Liebesbund treibt zu allen guten Werken an und spornt seine Mitglieder an, überall dazu zu helfen, wo etwas zu leisten ist. Deswegen geht der Triangel aus meinem Herzen aus. Und jede Seele ist meinem Herzen zugewandt, weil sie auf einem sicheren Wege wandelt. In dem Triangel standen aber einige wie schwach und ohnmächtig, unverkrüppelt. Das sind diejenigen, die zwar Liebesbundmitglieder sind, aber meinen, damit sei auch alles abgemacht. Man brauchte sonst nichts zu tun und käme damit in den Himmel. So sind sie aber nicht mehr als andere Menschen auch. Ich verlange aber von den Liebesbundmitgliedern, dass sie sich eines außergewöhnlichen christlichen Lebens befleißigen und dass sie sich an allem beteiligen, wo sie können. Je mehr der Liebesbund sich ausbreitet, worüber ich schon so viel mit euch gesprochen habe, wie ich es wünsche, wie die einzelnen Glieder sich heiligen sollen, desto mehr werden fromme Stiftungen entstehen. Ja, ja, eine Ehre wird man sich daraus machen, heilige Stätten zu bauen und zu gründen, und je mehr Mitglieder zu den Stätten zählen, desto mehr Segen wird über die Stadt ergehen, Sünderseelen zu retten. Ja, ja, Sünderseelen zu retten. Siehe, du musst leiden, um viel zu verdienen. Gräme dich nicht, wenn du siehst, wie deine Kräfte abnehmen, wie du fast keinen Tag ohne Schmerzen zubringen musst. Und doch erhalte ich deinen Leib. Unterhalte dich. Du sollst noch recht viel wirken, dass der Liebesbund sich bald ausbreite und weithin über Mainz, über das kleine Hessenland, in der ganzen Welt soll sich der Liebesbund ausbreiten, damit recht viele eucharistische Kreuzträger sich finden. Je mehr sich unter das Kreuz stellen, unter dieses geheimnisvolle Kreuz, desto bälder wird die Kirche siegen. Ja, all die Liebesbundmitglieder sollen in erster Linie, nachdem sie eine gute Beichte abgelegt haben und sich mit mir ausgesöhnt, seien sie auch noch so böse gewesen, hätten sie mich auch noch so sehr gekränkt und beleidigt und hinausgestoßen aus ihrem Herzen, sobald sie aber vor einem Priester ihre Sünden bekannt und sich vorgenommen haben, ein anderes Leben zu führen, in erster Linie eine kindliche Einfalt sich aneignen. Dieses ist das Leben aller Diener Gottes, das Leben aller Heiligen, und es war auch mein Leben, die kindliche, heilige Einfalt.
durchgeht mit mir mein ganzes Leben bis hinauf an das Kreuzesholz. Seht euch um, ob noch etwas von Nutzen ist, was da geschaffen wurde. Sie alle kehren euch den Rücken, sie hören nicht auf eure Worte. Was ich schon oft gesagt, dass diejenigen, die noch auf eure Worte hören, diejenigen sind, die guten, treuen Kinder der Kirche sind, die stehen noch unter eurer Kanzel, wenn ihr das Wort Gottes vortragt. An diesen sollt ihr retten, was noch zu retten ist. Rettet die guten, treuen Kinder, sie sind es, die das kleine Häuflein bilden, das da schon Jahrhunderte vorausgesagt ist, dass das Christentum so klein wird, dass es sich unter dem Schatten eines großen, mächtigen Baumes zusammenscharen kann. Dieser große, mächtige Baum ist der Liebesbund. Dieser breitet seine Äste aus, von Ost bis West, von Nord bis Süd. All überall, wo ein Mitglied des Liebesbundes steht, das teilnimmt an meinem heiligen Tisch. Dieses ist es, was unter dem Schatten des Liebesbundes sich flüchtet und gerettet wird. Dieses ist der Grund, warum ich so viel mit dir rede. Niemand braucht sich vor mir zu fürchten, denn für alle Menschen bin ich da in eurer Mitte geblieben. Und die den Liebesbund ausbreiten, erfüllen nur meinen Willen. Niemand hat eine Entschuldigung, weder Priester noch Ordensfrau, Dienstmagd oder Ehefrau. Denn hier rufe ich allen zu, wie ich einst den Juden gesagt habe. Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern es zu vervollkommnen. Tretet ein in den Liebesbund, und der Liebesbund wird bestätigt und durch seine Mitglieder die Kirche zu neuem Leben geweckt und erneuert werden.